Jesus Christus ist nicht Gott, denn, und nun werden drei Trugschlüsse genannt, die immer wieder in Bezug auf die Person Jesu Christi genannt werden, warum er denn nicht Gott sein kann. Also bleibt dran. Erstens, Jesus Christus ist nicht Gott, denn Gott ist ja kein Mensch. Richtig, der dreieine lebendige Gott ist kein Mensch, aber er wollte sich den Menschen offenbaren. Und deshalb kam er auf die Erde und nahm dafür einen menschlichen Leib an. Deshalb wurde Jesus Christus, Gott der Sohn, Mensch durch Geburt, um Gott zu offenbaren und um den Menschen das Heil Gottes zu bringen. Und natürlich hatte Jesus Christus vor seiner Geburt, der präexistente Christus, keinen menschlichen Leib im Himmel, aber er nahm einen menschlichen Körper an und kam auf die Erde. Gott wurde Fleisch. Zweitens, Jesus Christus ist nicht Gott, denn Gott kann doch nicht sterben. Richtig. Allein der lebendige Gott besitzt die Unsterblichkeit, die Immortalität, aber genau deshalb nahm ja Christus einen menschlichen Körper an, um sterben zu können, um sein Leben geben zu können. Alle Menschen sind Sünder und deshalb der Macht des Todes ausgesetzt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus Christus auf der Erde war dennoch vollkommen sündlos. Und deshalb war er in diesem Sinne der Macht des Todes nicht ausgesetzt, wie wir Menschen als Sünder. Aber Jesus Christus hat trotzdem einen menschlichen Leib angenommen, um sterben zu können, um sein Leben geben zu können. Drittens, Jesus Christus ist nicht Gott, denn sonst hätte er sich doch am Kreuz selbst gerettet. Stimmt, Jesus Christus hat zu jedem Zeitpunkt auf der Erde die göttliche Vollmacht, Exousia. Und auch am Kreuz hatte er die göttliche Vollmacht. Er hatte die Vollmacht, sich selbst zu retten, zum einen, indem er selbst herabsteigt vom Kreuz oder indem er Engel befiehlt, ihn zu retten. Beides hat er nicht in Anspruch genommen, denn Christus wollte ja sein Leben geben am Kreuz, diesen stellvertretenden Sühnungstod. Und Christus ist auch am Kreuz nicht als Folge der Kreuzigung gestorben, sondern er hat am Kreuz sein Leben gegeben und hat auch die Macht, sein Leben wieder zu nehmen. Christus ist also vollkommen wahrer Gott und er wurde wahrer Mensch. Und diese drei Rückschlüsse sind Trugschlüsse und sind einfach falsch und unbiblisch. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen und Anmerkungen hast, schreibe diese gerne in die Kommentare. Und wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir doch am besten gleich dieses Video an.